So, jetzt müsste es qualitativ schon besser sein, denn ich muss nicht so nah ranzoomen. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Und ja, will vielleicht irgendjemand kämpfen? Ja, scheinbar nicht. In die Mitte können wir komischerweise nicht. Da muss doch irgendwie reingehen, das sind doch auch Leute. Was so rüber? Ah ne, wir können da nur nicht mit dem Fahrrad rein. Okay, ich schütze mich mal, weil es gibt hier sowieso keine so großartigen Pokémon außerhalb eines Wettbewerbs. Doch tatsächlich kann man gegen diese Trainer hier kämpfen. Also tun wir es einfach mal. Raichu. Das sieht so groß aus, das macht mir voll Angst. Also das Raichu und das schlechte Wetter, das könnte man sogar als Metapher nehmen. Witzigerweise. Ja, ich liebe diese remakte Musik so sehr. Ja, es ist auch immer schneller. Okay, langsam aber sicher nimmt es am Effekt ab. Und wir können es ganz leicht besiegen, wäre nicht da die dumme Statik. Ein Volltreffer. Das ist zwar kein Volltreffer, es reicht aber vollkommen. Und das reicht auch für Level 20 höchstwahrscheinlich. Sehr schön. Level 20. Aber es reicht noch nicht für die Entwicklung. So. Für diesen Fall habe ich ja genau Paraheiler mitgenommen. Zwar auch nicht so übermäßig viele, aber... Ja, ich weiß, jetzt denken sich auch manche von der Bildqualität her. Kannst du das nicht, dein DS nicht so anwinkeln, dass wir das komplette Bild sehen und nicht irgendwelche schwarzen Streifen? Ja, das Problem ist ja, wenn ich das mache, sehe ich selbst nichts. Also ich muss selber was sehen können. Das kann ich halt nur, wenn ich den Bildschirm etwas um die 90 Grad anwinkle. Also das sind jetzt ungefähr, ja, was sind denn das? 120 Grad. Kann eigentlich gar nicht sein, aber egal. Das ist jetzt nicht das Thema. Ja, und wir sind schon wieder vergiftet worden. Ja, positiverweise überlebt man sowieso ab der vierten Generation immer die Vergiftung mit einem KP. Sonst ist man immer gestorben. Oder K.O. gegangen. Eingenickt, nennt wie ihr es wollt. So, können wir gegen Dragosso ähnlichen Effekt erzielen? Ja, geht so. Ich glaube, da nehmen wir ein anderes Pokémon. Pumpeldi, pumpeldi. Und das reicht für Level 22. Sehr schön, Tiefschlag, okay. Das ist, glaube ich, eine andere Geistattacke. Ja, natürlich, was soll es denn sonst sein? Ne, Unlicht sogar. Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn der Gegner gerade eine Attacke vorbereitet. Abbruch. Es ist zwar sehr stark. Bekannt, Attacke behalten, nicht erlernen. So. Ja, gerne, doch tauschen wir unsere Telefonnummern aus. Ich habe euch jetzt mit einer Entwicklung gehofft, aber ja, war dann doch nichts. Nee, unsere Mutter sagt sowieso nur wieder irgendwas.
Wartet, wir lassen mal schön die Entwicklung, die, das Gift ausklingen, weil das klingt ja immer wieder so schön aus. Auch das ist scheiße, kein Geld zu haben. Wisst ihr das eigentlich? Ich würde mir am liebsten mal das Ersparnis da holen, diesen Teil. Ich weiß gar nicht, was geht da eigentlich immer zur Mutter? 25%? Kann eigentlich gar nicht sein, das muss wahrscheinlich Hälfte geteilt werden, weil das ist so wenig. Also ich sehe es zumindest als wenig an. Das könnt ihr gerne anders sehen. Okay, Snowball. Ich glaube sogar, dass wenn man tatsächlich alle Trainer in dem Spiel macht, dass man da gar nicht mal so schlecht dasteht. Also habe ich jetzt vor allen Dingen in den letzten paar, bei den Arena-Kämpfen zumindest gemerkt, wenn man gut trainiert, also bei den Trainern vor allen Dingen, dann ist man gar nicht so sehr am Arsch, wie man manchmal denkt. Und sieht aktuell sehr gut aus, also bisher war ich auch dritter Arena-Kampf, obwohl wir da zum ersten Mal verloren haben. Wir sind auch da falsch rangegangen, kein Problem. Ja, natürlich doch, bis ich irgendwann mal keinen Platz mehr in meiner Telefonliste habe. Aber gut, wer weiß, was für ein modernes Gerät, ein moderner Apparillo dieser Pokécom ist. Pokécom der zweiten Generation. Allerdings die Darstellung als Computer, die ist, das ist eine Utopie, meine Freunde. Das ist nie und nimmer ein Computer. Sag mal, die haben auch die verschiedensten Gräser. Fällt mir gerade so auf. Also jetzt nicht irgendwie den Witz machen mit, oh, wer hat Gras gesagt. Ja, alle aus den Niederlanden importiert. Und jetzt habe ich wirklich einen Witz darüber gemacht. So, Fetch, wie ich so schön sage. Und Voltoball, toll. Ja gut, aber vom Level ist es angemessener als so manches andere. Ja, eine Unterbrechung, wer hätte es gedacht. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. So, oh, ein bisschen zu nah. Oh, das ist ein bisschen zu nah. Okay, gut. So ist es gut. Ja, ich hoffe, ihr beklagt euch jetzt nicht. Unsere Attacke kam, glaube ich, nicht durch. Ist anzunehmen. Meine Güte, kann man das vielleicht irgendwo so senken, dass... Ich will, dass da oben nicht so viel raussticht. Ja. So vielleicht, aber... Ja, jetzt ist es halt hier so am Eck. Ja, mit Emulator ist alles besser, aber ich verwende keinen Emulator. Ich wehre mich gegen die... gegen den technischen Fortschritt, gegen das Raubkopieren von Spielen. Ja, anders kann ich es jetzt leider nicht justieren. Entschuldigt das bitte. Und das reicht, soweit ich weiß, für Level 21. Very nice. Ich weiß nicht, er drückt da ein bisschen zimperlich drauf, aber ich bin zimperlich, nee. Ach, ich scheine gewaltig viel Ahnung zu haben. Ja, natürlich habe ich gewaltig viel Ahnung. Ich trotze nur so vor Erfahrung. Ich finde es übrigens sehr unschön, dass bei Pokémon-Spielen die Ecken auf dem DS zumindest meistens nicht so ausgearbeitet worden sind. Da fressen sich immer solche kleinen Fräsen rein. Oder kleine Stellen. Die merkt man halt sehr stark und ich hätte Schutz aktivieren sollen. Klar, es ist natürlich sinnvoll, in einem Nationalpark Pokémon zu fangen, aber... Ich sehe hier weit und breit keine Pokémon, die meinem meinem Ideal entsprechen und ich kann das Ding nicht heilen. Scheiße. Ja, ich glaube, wir müssen da wieder Austausch begehen, aber wir sind jetzt auch relativ auf dem neuesten Stand.
Gegen dich haben wir schon gekämpft, okay. Und gegen dich auch. Ja, ich glaube, das war's soweit schon hier. Dann ist ja gut. Ja, also hier im zentralen Eck gibt's nichts mehr. So, wenn wir hier rauslaufen, das ist natürlich schön, wenn wir Pokémon aus dem Punkt und mit dem spazieren gehen lassen. Naja, das ist ganz andere Spielmöglichkeiten. Meine Mutter hat ein bisschen Angst, ja, dass meine Freundin nicht nach Hause bringe. Ja, scheiße. Ich will nur schauen, ob die uns Items geben. Ich will Items haben. Gib mir Items. Mein absoluter Standardsatz. So, hier kann man sich für das Käferturnier eintragen. Das mache ich jetzt mal gekonnt nicht. Auf der anderen Seite geht's zur Poké-Athlon-Halle. Ach du lieber Strohsack. Hoho. Dieses Glitzern in deinen Augen. Okay, jetzt hat sich gerade die Zeit im Spiel verändert. Jetzt sind wir beim Abend. Ich weiß noch so gut, was das bedeutet. So sieht eine wahre Freundschaft aus. Ich gebe mich geschlagen. Dein Paras ist aber auch wirklich ziemlich auf Zack. Du bist mehr als bereit, um am Poké-Athlon teilzunehmen. Zwischen dir und deinem Pokémon-Team kann ich vor allem Zusammenhalt, Vertrauen und Potenzial spüren. Na gut, komm mit mir mit. Na, was sagst du? Das hier sind die Poké-Athlon-Hallen. Ja, ein ziemlich großes Building, wenn ihr mich fragt. Der Poké-Athlon ist der Zenit aller Sportarten für Trainer und Pokémon. Für die, die es nicht wissen, was Zenit bedeutet, Zenit ist praktisch das Oberste überhaupt. Im Inneren dieser Hallen wird die Freundschaft zwischen Trainern und ihren Pokémon im Sport auf die Probe gestellt. Ich lege dir ans Herz, auch dort teilzunehmen. Aber das war eine schöne Überraschung. Wer hätte mit sowas gerechnet, dass mir plötzlich ein Poké-Athlet von deinem Kaliber vor die Füße fällt? Es war eine gute Entscheidung, den Poké-Athlon hier in Johto zu eröffnen. Mein Name ist Faustus. Meine Güte, es klingt fast so wie ein Charakter aus Paper Mario. Wir werden bestimmt nochmal irgendwo, uns bestimmt irgendwo nochmal über den Weg laufen. Dann also viel Spaß im Poké-Athlon. Jawohl, hier mit Quabbo. Das ist Quapuzzi, nee, das ist Quabbo. Quapuzzi sieht freundlich aus. So, was haben wir denn hier alles? Sieht auch alles sehr strange aus. Hier kann man übrigens solche Säfte herstellen. Aprikot-Drink. Und jetzt haben wir den Aprikot-Shaker. Ja, kannst du so Aprikot-Drinks mitmixen. Ja, das sind praktisch sowas wie Energy-Drinks. Ja, können wir ja mal gerne machen. Ich meine, hier kann man ja gut laufen. So, wie sieht es jetzt aus? Ich muss, glaube ich, in die Box gehen, in diese Aprikoko-Box. Kann man bis zu zwei Items registrieren oder was? Ja. Ja, tun wir mal alle rein. Komm. Ist doch Platz für zwei Stück. Bestimmt wird es irgendwas Mistartiges. So, und jetzt lauf eine Runde und schüttel ihn ordentlich. So, 100 Schritte. Ja. Und ihr wollt nicht kämpfen? Ne, die wollen alle hier nur sportliche Veranstaltungen machen. Am besten machen wir es so. Ja, ich nehme mal an, man kann zwei Items registrieren. Guck ich mal gleich. Ich meine, in Pokémon Schwarz und Weiß, wo es ja endgültig revolutioniert hat, man praktisch schon eine Liste erstellt mit Dingen, die man registrieren kann. Oder wollen die explizit, dass wir laufen? Ich meine, schütteln während dem Fahrradfahren ist kritisch. Ja, ich weiß. Also zum Großteil sind diese Aprikoko-Drinks nur dazu da, dass man halt praktisch gut für den Wettbewerb vorbereitet ist. Die ersetzen praktisch den Wettbewerb, wie soll ich sagen. Und Leute, wisst ihr was? Ich bitte den Part. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und du rufst mich.